Hello everyone, this is Simeon from Swedish Homestead. I'm here with my dad at my dad's house in the dining room. And today I want to interview my dad, who has over 5,000 hours of work experience with his Woodmeiser LT40 band sawmill. And I'm gonna ask him honest questions and he will reply honestly so that you guys will get a good idea of what he has been doing and what he thinks about that sawmill. My dad is German, as am I, obviously, but I'm married to an American wife, which he is not, and his English is not that good, he says, and he would rather answer in German, and either we will put subtitles in or we will actually have somebody translate it and fade out his voice. But that's what you have chosen. Yes. Hi guys, I'm Simeon's dad. And I'm happy to talk with you now over the YouTube channel. And my English is not so good. I understand all things, but I cannot speak so good, and I think it's better we talk in German today. And English is my third language. I speak Swedish and German, and I'm not so sure in the English language. Yeah, his English is quite good, but when it comes to these specific terms in the working, with the working of the saw and stuff, he's much more comfortable in German. So. Is it okay if I ask in English? Yeah. Yeah, Jan. So, when we moved to Sweden 14 years ago, you wanted to make a living here, and your thought was to buy a Woodmeiser. What was your plan and what was your thought of what you wanted to do here? Ja, wir sind hier nach Schweden gezogen und ich bin nicht der Typ, der gerne im Sessel sitzt, sondern der auch gerne was arbeitet. Wir haben unser Leben total umgekrempelt, vom Bürostuhl jetzt auf eine Farm, auf einen Bauernhof. Und ich brauchte natürlich auch eine Einkommensquelle. Und so war das, dass ich mit meinem Sohn in Deutschland noch durch den Wald ging und plötzlich ein Motorengeräusch hörte. Und ja, das war eine Woodmeiser-Säge. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Und da habe ich gesagt, das ist die Idee, und habe mich sofort dann mit dem Woodmeiser-Vertreter in Deutschland zusammengesetzt und habe eine Säge bestellt. Okay, so you bought your saw in Germany, you brought it up here, and how did that work for you? How did it go with the work? Your plan was not so much just mill your own lumber, but it was also more milling for the customers. How did that go? Ja, das war sehr gut. Ich habe am Anfang einige Zeitungsannoncen gesetzt und es war eine sehr gute Resonanz auf diese Annoncen. Und früher war in jedem kleinen Dorf hier in Schweden ein eigenes kleines Sägewerk. Nur die sind alle ausgestorben, weil die Leute sind alle älter geworden. Und ja, ich bin auch Mitglied in einer Kleinsägervereinigung hier in der Umgebung und da bin ich mit 58 der Jüngste. Und ja, dafür war ein guter Markt da für mobile Sägen. Yeah. So, you obviously did that full time over parts of the year, but the season where you can mill is, you can't mill all year long here in Sweden. Yeah. So, that's over the past 14 years, you have done lots of other work as well, but you have worked over 5,000 hours with your band sawmill. You know that saw in every detail about it now. So you have a diesel-driven saw. Yes. Do you like that, or would you rather choose an electrical sawmill? Nein, mit einer Dieselsäge ist man flexibel. Man kann überall sägen. Und die Elektroanschlüsse hier in Schweden auf den Bauernhöfen, die haben meist nur 16 oder 25 Ampere und das ist viel zu knapp für eine Elektrosäge. Und weil die Anschlüsse, die Sicherungen, die
bestimmten Preis für den Netzanschluss hier. Und so ist man mit einer Dieselsäge wesentlich flexibler. Man kann zwar nicht unter dem Dach sägen, das ist ein Nachteil, aber man ist frei, man kann im Wald sägen, wo man gerade steht. And you looked into mobile sawmills. Obviously, Woodmiser was the one you saw in the forest that one day when you walked, but you have looked at circular saws and stuff, but you got the Woodmiser band sawmill. What, do you still believe that that is the best saw for what you are doing? And why did you choose a band sawmill? Ja, ich habe mich eigentlich nicht großartig um andere Sägen gekümmert. Ich habe ein bisschen dann geforscht, aber die Woodmiser Säge hat mich so fasziniert durch ihre Flexibilität, durch die Einfachheit und ja, durch einfach ein geniales Produkt, denke ich. Und es gibt auch Nachteile, aber die Vorteile, die haben überwogen. Und für eine große Kreissäge, für die gleichen Stammdiameter, dann braucht man halt keine 40 PS oder 42 PS, wie meine Säge hat, sondern dann braucht man 150 PS, um eine 1,20 Meter Durchmesser Klinge durch den Stamm zu bekommen. Und die Säge, die hat im Verhältnis zwischen angewandter Energie und dem Resultat per Kubikmeter gesägtes Holz, ist ein super Wert. Yeah, and what is the value, how much more lumber do you get out of a log from a bandsaw? I mean, the bandsaw blade is 2 millimeters and a swing blade or a circular saw is 8 millimeters maybe. Ja, das ist ganz einfach, 15% mehr. 15% mehr gesägtes Holz für den Kunden. Und es geht sonst weg in den Sägespäne. Ja. Das ist eigentlich auch ein Argument für Dünnblattsägen und sehr besonders in wertvollen Hölzern wie Eiche und so ist das schon ein Argument. So, I think one question that people have, you know, you have done this commercially, but you also mill this at home. This saw costs a lot of money, and would it have been a good investment to have it just for the farm, just for us, or was it necessary in order to pay off the machine, all of that, to have it, you know, to drive to the customers? You have milled thousands of logs over the years. Also wenn man mobile Sägen professionell betreiben will, dann muss man alle diese Dinge an der Säge haben, wie hydraulische Stammhantierung und so weiter. Sonst kann man also draußen kein Geld verdienen. Ja. Eine Säge wäre nur für die Farm hier. Das kann man in einem kleineren Umfang, das kann man sich unter ein Dach stellen und vielleicht eine LD10, LD15, LD20 von Woodmiser wählen, die stationär steht, elektrisch und da fährt man wesentlich günstiger mit. Und sie erfüllen auch ihren Zweck, aber wenn man professionell Lohnsägen macht, dann muss man schon das Equipment haben. It's because sometimes you came to customers that had almost 200 logs laying on a pile and you put your bandsaw mill next to it and one log after the other was milled. Mein größter Kunde, der hatte 350 Stämme und da war ich also 14 Tage lang beschäftigt und wenn man vor so einem Holzhaufen steht, will man am liebsten wieder nach Hause fahren. Das Wichtigste ist eigentlich beim Lohnsägen, dass man nicht denkt, man will das große, schnelle Geld machen, sondern dass man dem Kunden ein vernünftiges Produkt abliefert und dass man zu einem Kunden auf den Hof fährt und von einem Freund abends nach Hause. Das war immer meine Methode und so hat sich auch das ganze Geschäft ausgeweitet. Ich brauchte in den letzten Jahren überhaupt keine Annoncen mehr zu schalten, weil die Kunden, die von Mund zu Mund Propaganda kamen, die reichten mir aus. Mehr wollte und konnte ich gar nicht bedienen. So this saw has paid for itself many times over. Yes. So you said, you mentioned that earlier, for you it was the Woodmiser, you loved the saw, and do you still love it? Ja, das ist eigentlich eine perfekte Maschine für mich. Einige Nachteile, die liegen in der Ergonomie, das heißt Bedienungskomfort. Man hat oft eine schräge Haltung beim Sägen
und man geht vor und zurück beim Sägen, was nicht gut für die Knie ist und was ich heute auch eben halt körperlich merke. Das sind die Nachteile. Ansonsten möchte ich keine andere Säge haben. Ich habe auf vielen Messen mittlerweile hier auch in Schweden andere Sägen mir angeguckt. Und ich bin jetzt 14 Jahre damit rumgefahren, einige hundert Kunden besucht und ich bin vielleicht fünfmal musste ich nach Hause fahren, weil ich die Ersatzteile in der Säge nicht hatte, die gerade mal verschlissen waren oder kaputt gingen. Ich hatte keine größeren Reparaturen und eben der Motor läuft heute noch. Verschleißteile gibt es überall, die muss man tauschen und Lager tauschen. Und eigentlich, das ist der größte Nachteil bei mobilen Sägen. Man fährt über staubige Straßen oder über salzige Straßen und dieser Schmutz, der setzt sich in Lager hinein. Hat man so eine Säge unter einem Dach stehen, nur für sich zu Hause, die hält ein Leben lang. Ja. Okay, so at this section of the interview, I would just like to ask you a few short questions that you can just answer short. Yeah. How long does it take to build up the sawmill once you drive on the farm of the customer? Mm. How long does it take till you can mill the first log? Wenn das ein Planer ist und die Stämme richtig liegen, dann kann man in einer Viertelstunde anfangen zu sägen. Und sobald die Säge in Gang ist, produziert sie dann. Yeah. How much diesel do you need if you do an 8-hour shift? Ja, für einen Tag säge ich mit 25 Liter ungefähr. Das reicht für einen Tag. Und das ist sehr günstig. How many times on that day do you have to switch the saw blade? Ja, das beruht ganz und gar auf den Stämmen. Wenn die Stämme mit einem Vorwärter rausgefahren worden sind, also nicht durch den Wald gezogen sind und kein Schmutz in der Rinde ist, dann kann man ungefähr 1-2 Kubik sägen, dann brauche ich 2-3 Bänder an einem Tag. Einen ganz schlechten Tag habe ich auch schon 10 Bänder gebraucht. Mhm. Und speziell gibt es hier viele Leute, die mit Holz arbeiten, hobbymäßig, und die sammeln dann sehr gerne Hölzer, die in Gärten stehen und in Parks und so weiter, und da sind meist Nägel drin. Und yeah. Das ist sehr schlecht für ein Blatt. Have you ever encountered a time where something on the Woodmeister, when you operate it, is very dangerous for people working with it? Ja, man muss also immer die Augen aufhalten, weil für den Kunde, der hilft meistens mit beim Arbeiten, dass man ihm nicht die Finger klemmt. Und manche, die muss man ein bisschen anlernen, die haben ihre Finger überall. Da muss man von vornherein klären, wenn ich die Säge fahre, dann sind die Finger weg und erst wenn ich Zeichen gebe, wird das Brett runtergenommen. Und dann passiert da nichts. Okay, so, how many people do you need to be maximum capacity for the best, most efficient work? How many people do you need to operate the mill? Ja, ich steuere die Säge und früher habe ich noch immer geholfen, Holz runternehmen und alles. Das war für den Kunden uneffektiv. Ja, die Säge muss ständig in Betrieb sein. Und am besten sind 2 Mann, die das Holz runternehmen von der Säge. Und dann können diese auch gleichzeitig zum Trocknen auflegen, wenn der Stapel direkt daneben ist. Dann ist das optimal. Okay. One of my very first videos on the channel was a response to Wrangler Star's video on the Lucas sawmill, where he had a swing blade sawmill. And in the comment section I had a dialogue with him, where he said that the reason he didn't buy a wood miser was that it's hard to set the teeth and to sharpen it at home, and it's much easier on the swing blade. And there's no doubt that it's easier, but what is your experience there? What kind of, we can start with, what saw blades do you use and how do you sharpen them and stuff? Ja, am Anfang habe ich für Woodmeister-Sägebänder eingesetzt und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt, und was es sonst noch für Dinge gibt. Und im Moment, eigentlich die letzten 10 Jahre säge ich mit einem schwedischen Produkt, Håkanssons aus Åmål. Ein sehr gutes Sägeblatt, was eine lange Standzeit hat und sich leicht schärfen lässt und auch leicht schenken lässt. Und wenn ein Sägeblatt neu ist, kann man sehr, sehr lange mit ihm sägen, bevor es die Schärfe verliert. Es ist an den richtigen Ecken gehärtet, an den Bandspitzen, an den Zähnen und am Bandrücken.
Und der Rest, der ist etwas weicherer Stahl, weil dafür brechen die Bänder nicht so schnell. Okay. Und ja, schärfen, ich habe einen Schärfautomat, man legt das Band ein, drückt auf den Knopf und dann geht das automatisch. Das Schränken muss allerdings von Hand geschehen, weil man jeden einzelnen Zahn gegen eine Messuhr drücken muss, dass er exakt gleich ist, sonst hat man eine Spur auf dem Holz. So your business has been driving to customers, but obviously we have milled a lot of lumber here on the farm as well. And the mobile operation where you drive to customers is limited in time of the year. You can't do it all year round. So what would you say is the best use of the sawmill when it's parked here at home? Das mobile Sägen ist saisonal, speziell wenn man Nadelhölzer sägt. Die Nadelhölzer, die müssen also vom späten Winter bis zum Frühjahr gesägt sein, weil sonst die Insekten reingehen. Aber man kann die Saison sich auch gut einteilen, dass man die Kunden mit Nadelhölzern zuerst nimmt und dann die Saison verlängert, und das ganze Jahr über kann man alle möglichen Laubhölzer sägen, wo der Käfer nicht so gut reingeht. Und natürlich auch zu Hause kann man dann die Säge noch weiter anwenden, und man kann schon sein Geschäft so aufbauen, dass man das ganze Jahr zu tun hat, wenn man es richtig betreibt. Also in the winter, if you have a shelter, just a roof over it, you, where the wind would go through, you could use diesel-driven saw there. Ja, das geht gut, ja. Yeah. So we don't only use the mill for milling logs, but sometimes we use it for already milled lumber also, and it works great for that, right? Ja, wenn man Bauprojekte hat, und wir sägen auch oft ein wenig Übergröße, weil das Holz sich beim Trocknen immer etwas verzieht oder dreht, und dann kann man es nach dem Sägen, nach dem Trocknen nochmal auf die Wuttmeißersäge tun und richtig bearbeiten, so dass es exakte Winkel und kein verdrehtes Holz bearbeiten muss. Und I guess that's one of the big pros of that saw, just how universal it is. Yes. You can use it for so many different things. Mm-hmm. Yeah. Okay, this doesn't have to be the only interview. This can be the starting point and an inspiration for you guys. If you have more questions for my dad, then just write him in the comment section and I can do a follow-up interview where I ask him these specific questions that you guys have. But I hope you enjoyed this. Maybe one last question, would you buy a Woodmeister again, or is there a different product that you would be interested in, or are you, that's it? Ja, ich würde jederzeit wieder einen Woodmeister kaufen, auch wieder die gleiche Säge, die LT40, und um mobile Sägen zu betreiben, aber wenn ich jetzt irgendwann beabsichtige, in Rente zu gehen, dann lohnt sich das für mich mehr. Aber auf meinem Hof möchte ich immer ein Sägewerk behalten, und dafür möchte ich meinen Woodmeister, den ich habe, noch weiterhin nutzen können, und ja, dafür ist das gut. Okay guys, time's up. As I said, write a few comments if you have some questions. My dad will give honest answers. So I hope you enjoy this, and we'll see you next time in the next video. Bye-bye. Bye-bye.